Da sind wir. Na, kennt ihr das? Playen wir mal. Entschuldigung. Poached Eggs. Die Eier sind weg. Das hat eine unheimlich tiefe Story, schätze ich mal. Da ärgert sich ein Viech und da sind Schweine. Und die wollen Eier kochen. Das Prinzip kenne ich ja vom Handy. Das war jetzt nicht so schwer. Aber es war ja auch Level 1, ne? Wie willst du denn bitte schön hier noch ein Sternchen machen? Was willst du denn machen? Soll ich noch, also, wie dem auch sei, nächstes. Ich glaube. Siegen tut man immer, wenn alle tot sind von den Schweinen. Bam. Ja, ne? So zum Beispiel. Prost. Naja, manchmal verstehe ich nicht, was man da noch besser machen soll. Was ist denn? Mensch, das war ja intelligent. Brauche ich ein bisschen mehr Schwung? Oh, na das wird, da ist ein Schweinchen noch. Ach, du blöde Drecksau. Ich will da oben an diesen Boller ran. Da. Na, doll war das nicht, aber wir haben es ja geschafft. Ach so, du brauchst erstmal eine halbe Stunde, um das zu verstehen, dass wir gewonnen haben. Macht Sinn? Nicht? Man soll ja nicht mit Steinen auf Glashäuser werfen, oder wie war das? Boah, ich, ist lustig gemacht, hat irgendwie, glaube ich, auch sowas wie eine Physik-Engine. Aber, befürchte, auf Dauer kriegen wir hier kein Let's Play hin. Dafür ist mir das ein bisschen zu stumpf. Dam-dam. Das hat einen Suchtfaktor, kann ich mir vorstellen, aber, Bumm. Oh, ich habe gestern hier mit einem Freund Babadook im Kino gesehen. Ich sag mal so, ich hätte mir vom Film ein bisschen mehr versprochen. Also ich war nicht so wirklich erschrocken. Pull? Es hatte zwar viele Gänsehautmomente, muss ich sagen. Sehr viele. Aber kein wirklich Moment, wo ich so dachte, weißt du? Bam! Okay. Ja, ja, ollen Schweine. Zack. Alter, das war ja nicht sehr von Erfolg gekrönt. Bam, direkt da ins Gelenk rein. Und nochmal nachsetzen. Bam. Mensch, das war gut. Also ich fand's gut. Ja, ja, du findest es natürlich wieder nicht gut, weil ich nicht mit Chirurgenpräzision gearbeitet habe. Erstmal den da oben holen. Oder auch gar keinen. Erstmal den da oben holen. Pum, pum. Na also, geh doch auch. So. Ja, ja, ja. Und einfach mal rein da, um zu gucken, was passiert. Pull. Was ist denn Pull? Warum machen die solche Geräusche? Das sind Schweine. Pff.
Und zack. Pull. Komm, du fliegst da noch runter. Also, du fällst da runter. Okay. Ich glaube, irgendwann, wenn man das Spiel durch hat, ist es nur noch interessant zu verlieren. Es ist nur noch interessant, irgendwie alle Level auf 100 Millionen Prozent zu bringen, oder? Na Mensch. Mein heutiges Frühstück ist übrigens eine Volt-Cola und eine Tüte Popcorn aus dem Kino noch gestern. Wenn ich sage, ich bin zu faul, um zu essen, aber ich zocke lieber. Das kennt ihr doch, ihr lieben Gamer, oder? Diese dämlichen Schweine. Ey, Leute. Was ist denn hier los, Satan? Die Ratten. Na toll. Blöde Sau. Ja, ich geb dir gleich. Pass auf. Und bam. So, eins ist schon mal dodelig. Das andere, da müssen wir mit Krams rein. Nein. Oh Mann. Nochmal. Das ist doch, also, das kann man noch nicht, weißt du? Bin ich so mit meinem räumlichen Vorstellungsvermögen. Aber ich sehe, wir sollten da oben ran. Ja, toll. So, der müsste ein bisschen weiter zurück. Na also. Und wann stellst du fest, dass ich gerade das Level geschafft habe? Morgen? Also, die spalten sich auf. Streuschuss, bam. Aber wann stirbt denn dieses dämliche Schwein mal endlich? Ich mache eine Lasagne aus dir. Ah, doofes Schwein. Und nochmal. Also, die nehmen ja auch Schaden durch den Druck, der zum Beispiel BAM! Also drauf haut. Yeah! Nun endlich. Boah, fast bei mir hier die Popcorn-Tüte runtergefallen. Machen aber auch Geräusche. Kein Wunder, dass da man dann einen Schnitzel draus macht. Mensch. Ja.
Ich nasse ja gerade nicht, oder so. Einfach eine Atombombe reinwerfen und keine Vögel. Und? Oh Mann, Alter. Aber ein Frustfaktor hat das Spiel auch, wa? Einfach rein kloppen. Punkte kriege ich. Diese dämlichen Schweine müssen, genau, auch dran glauben. So, ihr mit euren Burgbauten hier. Mensch. Finde ich gut. Ich kann schon riechen, was ich machen muss. Ja, und? Na los. Mano. Über das Ziel hinaus. Doofe Sau. Oh Mann, fick dich, du Drecksvogel. Fick dich, du Dreckvogel. Level 14 haben wir schon. Wird nix. Bin ich so mit so einer praktischen Physik. Nicht auf diese Art. Das war nicht gedacht. Physik ist Arsch. Oh, doch noch gekriegt. Boah. War natürlich so gedacht. Physik ist geil. So. Und zerquetscht vom eigenen Turm. Nein, doch nicht. Schade. Kommt noch. Zack. Badabam. Zack. Badabam. Zack. Badabam. Okay. Wäre nichts geworden. Geht da noch was kaputt? Nee.
kannst du vergessen. Ich geb dir. Ach man. Guck mal, also irgendwie überspringen. Oh Mann. Noch eine dickere Schutzschild kann dieses dämliche Schwein da unten ja gar nicht haben. Also, meine Geduld endet. Also, ihr kennt das Spiel ja. Es ist genau so und es wird halt anspruchsvoller. Na toll. Also einmal versuche ich es auf jeden Fall noch und dann ist langsam Schluss. Pum. Okay. Nein, ich möchte nichts kaufen. Was ist Goldene Eggs? Für besondere Leistungen. Alles 3 Sterne. Achso. Und irgendwelche Sachen im Level gefunden wahrscheinlich noch. Wird es im Hintergrund dunkler? Also, es gibt... Boah, gibt's hier Level, wa? Na, gucke mal. Nimm mal hier mal, ne? 3 da voll und voll. Boah, Leute. 21 Level sind das immer. Tja, Mensch, 42... Ja, mal 63 Level. Macht ja Sinn. 63 und 63 und 63, ne? So, 189. Und dann mal hier nochmal. Boah, und dann nochmal und dann nochmal. Und dann, also, da musste man ja bekloppt sein und das alles. Habe ich das früher echt mal geschafft? Das macht schon süchtig irgendwie. Aber das macht bei mir sowieso jedes Spiel, das kennen wir ja. So viel zu, kann man das schaffen. Also die beschleunigen sich, genau. Top-Content, was toll ist.
Mensch, das war ja schwer. Aha. Oh. Mensch. Jetzt geht's wieder. Oder der knallt durch. Leider nope. Was willst du noch machen, wa? Müssen wir anders ran, müssen wir unten durch. Guten Abend. Genau dadurch. Nicht gut. Scheiße. Mistdreck. Oh Mann, fickt euch doch, ihr Schweine, Arschgedrecksten. Solche Spiele machen auch aggressiv. Also wie bei mir jedes Spiel eigentlich. Hurenarschgefickte. Diese arschgefickten Steine, da? Dreckgefickte Wichsgeburten. Willkommen auf unserem familienfreundlichen Channel. Oh, fickt euch doch, ihr schwanzfickenden Wichsgeburten. Vor allen Dingen, Wichsgeburt ist eigentlich gar kein Schimpfwort, weil jeder wird als Wichse geboren, so gesehen. Aber es geht ja mal wieder wie immer um die Phonetik dessen, was man sagt, ob es einen ein bisschen abregen kann in der grenzenlosen Wut, die man durch solche Spiele hier erfährt. Arschgefickte Mistwichsfotz, Mistdreckwichsfotz. Upsala. Abgeficktes Schwein, du. Boah, alle Schweine der Welt gehören in Suppentopf. Dafür fresse ich heute Mittag erstmal eine Salami in einem weg, damit Schweine leiden. Haben sie mich verdient, wenn ich das hier so sehe? Weil sie mich nicht gewinnen lassen. Ich sag dir, das sind ja keine realen Schweine. Wisst ihr, was für mich real ist und was nicht? Und für euch? Ah, weiß man alles nicht immer so, ne? Hui! 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 Und noch ein letztes Mal verloren! Und noch einmal von vorne, wie das Spaß macht. Nicht im geringsten.
Also immer wieder alles von vorne, das ist so, boah. Bis man dann irgendwann mal die Physik-Engine, die ja auch nicht der reellen Physik entspricht, so durch einen glücklichen Zufall gelenkt hat, dass es funktioniert. Das ist, nicht meine Art von Spiel. Nee, ich habe da auch keine Lust zu. Es ist aber auch nicht leicht zu Let's Playen. Weißt du, weil man frisiert das ja 100 Millionen Mal und ich habe dann auch nichts weiter zu sagen. Wartet mal kurz. Ich gehe mal kurz raus aus der Ausnahme. Ja, ja, Ausnahme. Nicht nur die Ausnahme, sondern auch die Aufnahme ist hiermit beendet. Und dann wollen wir doch morgen mal in einen anderen Angry Birds Teil reinschauen. Aber echt nur reinschauen. Das ist nichts zum Let's Playen. Das ist nur zum Reinschauen und so, ne? Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns ja vielleicht morgen wieder, ne? Tüdelö.